So, hallo und herzlich willkommen, Leute. Es geht weiter mit Final Fantasy. Hä? Du bist Cloud, oder? Mensch, Cloud! Mit Part 53. Mit dem habe ich hier angefangen. Cloud, ein Glück, dass du lebst. Hab mir echt Sorgen gemacht. Es hieß nämlich, du seist draufgegangen. Oh, warte hier. Ich geh Kanzel holen. Nicht weggehen. Bekannter? Kennen die den Cloud? Alles okay? Ja. Du hast aber... Kein Problem. Los, weiter. So, voll sind wir. Dann suchen wir uns nochmal diesen Lift. Sind doch hoffentlich sicher. Stimmt es, dass Wutai auf Midgar vorrückt? Hier im Gebäude sind wir sicher, oder? Schlaus, die Rettungstrupps gut voran. Oh, da ist er ja. Wie ist es um unser Image bestellt? Alles im Griff. Das Volk ist bereits der Auffassung, es handle sich um einen Anschlag von Avalanche. Dafür habe ich persönlich gesorgt. Hat Wutai reagiert? Bislang noch gar nicht. Wie ich diese Feiglinge kenne, werden wir wohl noch etwas warten müssen. Solange sie nur handeln. Allerdings wäre da noch eine Sache. Was? Palma hat es mir erzählt. Es wird spannend. Barret. Ja, ja, ich weiß doch. Die Rettung von Eris geht vor, nicht wahr? Ja. Wir dürfen das nicht in den Sand setzen. Hojo nimmt an dem Meeting sicher teil. Wägen wir unsere Möglichkeiten ab. So, und jetzt? Ah, hier. Himmelsfoyer, Ausstellungshalle, haben wir gesehen, diese Ausstellung. Archiv, Besprechungsräume, Vorstandsbüro. Ich glaube 64. Glaube ich, soweit ich das weiß, oder? '69 wäre, glaube ich, zu weit. Oder? Die Frage, ob wir da einfach nur so durchpreschen sind. Auch da drin ist? Vermutlich ja. Und jetzt? Wir begeben uns in Stellung und belauschen sie. Wir schleichen durchs Klo, wolltest du sagen. Tu nicht immer so cool, Mann. Wir müssen also einfach nur fragen, wo man müssen darf. Das finden wir schon selber raus. Oder nicht? Kennen wir uns? Ich denke nicht. Okay, ich warte hier. Nee, dann fällst du auf. Tiefer. Drinnen ist es sicherer. Ja, mag schon sein, aber... Ach, ist auch egal. Puh, zum Glück ist keiner hier. Gegen die Slum-Klos ist das der reinste Palast.
Suchen wir den Lüftungsschacht. Ja, Bärbel, muss mal Luxus aufs Klo gehen. Volltreffer. Und was ist mit mir? Du stehst hier Wache. Geht klar. Darf ich vielleicht mitkommen? Ich fühle mich hier etwas fehl am Platz. Na gut. Aber ich gehe vor. Dass da irgendwas schief geht. Da wollen wir mal gucken, was sie in der Zukunft vorhaben. Dass sie natürlich jetzt die Schuld Avalanche in die Schuhe schieben wollen, finde ich halt nicht die feine englische Art, aber... Ja, Hauptsache alles vertuscht. Hallo, kriege ich schon Cloud? Bewegt sich nicht mehr. Warum geht er nur da lang? Geht es nur etwa da lang oder was? Also. Natürlich. Jetzt will ich aber da lang. Mann, was ist das? Hä? Der kriegt da nicht lang. Was ist das für ein Käse? Meine Güte, ey. Kriegt da einfach nicht lang, was ist das? Ist das blöd gemacht? Oh, endlich. Gott. Wird schon nichts passiert sein. Aber unser Haus steht ganz in der Nähe von Sektor 7. Und niemand geht ans Telefon. Einige Leitungen sind wohl zusammengebrochen. Liegt sicher daran. Wirklich? Vielleicht. Haben wir hier. Beim Meeting der Vorstände werden sicherlich der Wiederaufbau der Platte und die Neubesiedlung beschlossen. Und beides wird man unserer Abteilung für Stadtplanung überantworten. Reef hat deshalb angeordnet, dass wir in Teamarbeit Stufenpläne erstellen sollen, die auf die nächsten 3, 5 und 10 Jahre angelegt sind. Es ist eine herausfordernde Aufgabe, die wir jedoch rasch bearbeiten müssen. Gibt es irgendwelche Fragen? Dann... Hey. Haben sehr viel vor. Hier wieder rauskriechen, oh mein Gott. Das wird ein Spaß. So, gleich sind wir da.
sind da. Ich habe ihn selbst gesehen. Mit meinen eigenen Augen. Hier auf unseren Fluren. Das sind ungesicherte Informationen. Nee. Er ist direkt vor mir entlang spaziert. Hab mich so erschreckt, hab glatt meinen Tee verloren. Halt's Maul! Um eventuelle Eindringlinge kümmert sich die Sicherheitsbehörde. Aber Herr Direktor, ich habe ihn wirklich... Reeve? Ja, wir haben den Schadensbericht zu Sektor 7. Die Zahl der zerstörten Häuser ist... Das interessiert mich nicht. Was gibt es sonst? Also, der notwendige Neubau von Platte 7 wird stattfinden. Mit der Nachfahrin des alten Volkes haben wir, was wir wollten. Aber wir müssen doch trotzdem die Schäden beheben. Das Stichwort heißt hier Neo-Midgar. Im verheißenen Land werden wir eine neue Marco-Stadt errichten. Das ist überstürzt! Es ist nicht belegt, dass das verheißene Land... Professor Hojo? Die Untersuchungen haben meine Erwartungen erfüllt. Ihre Werte sind nicht so gut wie die ihrer reinblütigen Mutter, aber sie gehört zweifellos zum alten Volk. Wann wissen wir, wo das verheißene Land ist? Was das betrifft, hätte ich einen Vorschlag. Vielleicht können wir unser Subjekt zu einer freiwilligen Kooperation ja überreden. Sie ist eine wertvolle Ressource. Ich werde darauf Acht geben, dass ihr möglichst nichts passiert. Foltern wir sie? Überlass das bitte mir. Ich könnte ein paar militärische Methoden beisteuern. Ich habe die psychische Gewalt schon immer der physischen vorgezogen. Sie ist so viel wirksamer. Bedarf. Das ist das größte A. Wie du es tust, ist mir egal. Aber wenn sie endet wie ihre Mutter, bist du dran. Ja, in dieser Hinsicht plane ich vorzusorgen. Und damit meine ich, ich werde die Gute reproduzieren. Am besten mit einem Mann des alten Volkes. Und auch da sind die Chancen wohl gering. Für den Anfang tut es vielleicht auch ein Soldat. Repliken vom Typ S und G kommen natürlich auch in Frage. Kreuzungen sind ein faszinierender Gedanke mit äußerst großem Potenzial. Ja. Spannend, nicht? Wenn das alles ist. Herr Direktor! Sitzung vertagt. So warten Sie doch! Alles fügt sich. So, Hojo, du bist dran. Regen. Oh, zum Glück muss man den Zug kriechen, ey, das wäre der Horror gewesen. Und? Wir haben unseren Mann. Den Leiter der Forschungsabteilung, Hojo. Gut, packen wir ihn. Erstmal führt er uns zu Eris. Los, hinterher. Geh mal davon aus, dass... bald der nächste Kampf stattfindet. Wer hätte das gedacht? Er ist also wirklich hier aufgetaucht. Höchst interessant. Ich sollte die Chance für eine Kreuzung nutzen. Welchen Spross das wohl ergeben würde.
Ach, ich Schussel. Erst einmal brauche ich Antworten. Vielleicht mit Medikamenten. Allerdings nicht ganz ungefährlich. Kommt. So, Herr Hojo, jetzt bist du dran. Außer er lockt uns irgendwo in eine Falle, wo ein Versuchslabor ist. Kann ich mir gut vorstellen. Ah, hier kann man sich sogar nochmal ausruhen. Das hat schon was zu heißen. Das bedeutet, hier wird gleich was passieren und die Fetzen fliegen. Schauen wir mal, was der für Gegenstände hat. Ja, Megatränke. Urlaub habe ich ja noch genug. Elta ist immer gut. Phönixfedern auch. Ja. Ich mach mal aus, hier wird nichts Neues dabei sein. Hier auch nicht. Die stärksten Sachen habe ich ja schon. So, würde ich sagen, speichern wir mal ganz kurz ab, falls wir, ja, versagen sollten. Wo ich jetzt mal nicht von ausgehe. Oh, hier sind sogar noch Kisten. Gegengift. Ja, Gegengift ist immer gut. Hat schon was zu heißen wahrscheinlich, wenn es hier Gegengift gibt. Und Schnelltrank. Erst einmal werde ich... Nein, ich sollte doch lieber... Obwohl... Allheilmittel. Vielleicht doch lieber das... Ja, gut. So, Herr Ocho, jetzt geht's ja in den Kragen. Stehen bleiben! Bist du taub oder was? Worum geht's? Das besprechen wir drin. Also für uns brav rein. Bring was mit deinem Schild. Ihr seid sicher von dieser... Wie hieß die noch? Diese Terrorgruppe. In diesem Fall... Ich glaube, ihr habt euch verlaufen. Der Direktor ist oben. Also, verschwindet. Hätte gern. Los, weiter. Keiner bewegt sich, klar? Bitte nicht zu drängeln. Im Gegensatz zu euch bin ich zart beseitet. Wie konnte ich nur? Aus welchem Grund seid ihr hier? Du wirst unsere Freundin freilassen. Freundin? Wo ist Aris? Oh. Ihr kennt sie also. Sehr interessant. Ah, verstehe. Das heißt dann also, natürlich. Was brabbelst du da? Nichts. Ich habe mir nur vorgestellt, was für ein Gesicht sie wohl machen würde, wenn ihr sterben würdet. Was macht er jetzt? Gnade. Gibt es nicht. Was passiert jetzt? Ich habe kein gutes Gefühl. Was ist das? In Gottes Namen. Das war ein Shinra-Projekt.
Erstmal würde mich mal interessieren. Dann übernimm. Fertigkeiten, Analyse auf dieses, ja, was es auch immer ist. Leicht resistent gegen Blitz. Stehlbar ist das Amulett aus alter Zeit. So. Stehlen hat natürlich tiefer. Warum ist das fehlgeschlagen? Verstehe ich nicht. Ich zieh mich zurück. Lass mich mal. Verschwinde. Tschüss. Wow, der hat ganz schön großen Schaden gekriegt, der arme Cloud. Hat mich einer behandeln gehabt? Ja, gar nichts. Vita, heilen wir mal tiefer. Was macht er jetzt? Oh, nicht schon wieder Junge. Ich hab mich schon gewundert, ob er da bleibt. Oh, Feuer ist gut gegen den. Klingenstrahl. Muss ich mal ausprobieren. Genau, weil das trifft ja mehrere. Kleinen Viecher nerven. Ich bin bereit. Au.
Feuer ist natürlich gut gegen den. Das sind auch noch zwei von diesen. Immer wieder. Magie, jetzt probieren wir mal jetzt Feuer aus. Ah, da sind schon wieder neue Viecher. Ich glaube, wir müssen echt diesen. Macht er jetzt schon wieder? Jetzt langsam echt. Ich bin Au. Was machen denn meine Leute hier? Ja, meine. Ach komm. Oh, jetzt hat er mich. Oh, das nervt so, dass er mich jetzt da blockiert hat. Halt uns auf jeden Fall mal gut. Komm,
So, jetzt sind wir wieder voll. Wie war Limit? Jawohl, unbesiegt. Los, verfolgen wir Hojo. So, das Versuchsobjekt von Shinra haben wir jetzt auch besiegt. So, Leute. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir als nächstes hin? Wo sind die Böden mit dem Schild? Ja, hier. Die nerven mich am allermeisten. Ich bin bereit. Es ist auf. Scheint, als hättest du dich verkalkuliert. Vermutlich eine unbekannte Variable. Na, egal. Verstärkung ist bereits unterwegs. Mag schon sein. Aber zu spät. Was ist denn Wirklichkeit? Was hat das zu bedeuten? Was hat das zu bedeuten? Hey, was soll der Scheiß? Cloud! Barrett! Klar, in Deckung!
Ja. Eris! Tifa! Was kommt da jetzt? Star Wars mit Laserschwertern! Marlene, geht's gut! Dank dir! Wir reden später. Los geht's. Ich gehe mal davon aus, dass die nicht schwach sind. Wie ich es mir gedacht habe. Obwohl, wir sollten wir das mal Cloud halten, wenn irgendwas kommt. Blitz finde ich immer das super aus. Panzergardist. Nein! Jetzt hält er mich auf. Bam. Das war nicht nett von dir, Panzergardist. Bam! Jawohl, und jetzt bist du kaputt. Komm mal von dem ab. Das war's. Eris, alles okay? Ja, danke, bin ich froh. Verschwinden wir. Was war denn das bitte? Los. Eris! Echt? Was war das? Ihr nach. So Leute. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet zum nächsten Part ein. Ich freue mich auf euch und bis dann.